Hallo und herzlich willkommen bei Kruni LP. Heute wieder aus Krunis Retro-Ecke. Wir begeben uns zurück ins Jahr 2012, 2013, kurz bevor die PlayStation 4 released wurde, kam ein ganz verrücktes Spiel auf den Markt, und zwar Lollipop Chainsaw. Kettensäge, sexy Cheerleader und Zombies. Mehr brauchst du zu diesem Spiel nicht sagen. Das kurz vor dem Release rauskam der PlayStation 4 und zu diesem Zeitpunkt leider meine Festplatte der PlayStation 3 den Geist aufgegeben hat, habe ich dieses Spiel leider nie genießen können, aber ich habe nur Gutes gehört. Euch erwartet auf jeden Fall eine verrückte Achterbahnfahrt und eine definitiv humorvolle Achterbahnfahrt. In diesem Sinne, ich bekenne heute natürlich Farbe. Wir greifen heute ins Turnier ein. Ich wünsche euch viel Spaß heute Abend beim Fußball. Und nun wünsche ich euch erstmal viel Spaß bei Lollipop Chainsaw. Juliette, glaube ich, oder Julie, ich nenne sie Jules. Jules gegen unsere lieben Zombies. Viel Spaß. Und ich sag's euch, wenn man mit so einer Musik schon begrüßt wird, kann es so gut werden. Jedenfalls ist es bei mir so. Bei mir, alten Sack. So, ja, das Übliche. Wir spielen natürlich auch original auf der PlayStation 3. Ihr habt es bestimmt eben schon im Menü erkannt. Kein Emulator, nichts. To my bedroom. Don't think that me letting you in here is an invitation for any funny stuff. I mean, not that I have a problem with funny stuff. Especially not if you really like the person. But that isn't what I wanted to talk about. Today is, as they say in Spain, my cumpleaños. That's right, my birthday. I'm 18 today. These are my girls on the San Romero Cheer Squad. We've gone to the Nationals 3 years in a row. But we haven't won yet. To keep my energy up, I eat lollipops. I know what you're thinking. I'm getting so fat. But they're so yum. This is my family. My older sister Cordelia won a gold medal in riflery last year. And she has a lot of secret meetings with guys I think are college scouts. My little sister Rosalind just got her license, which makes me kind of think the DMV are idiots. My girlfriends say my dad is a total dilf. But try as they might, they could never come between him and my mom. She is so cool. It's because of her, my sisters and I all wear our vaginas proudly. God, she and my dad love each other so much. Speaking of true love, this is my boyfriend, Nick. It F's me up how much I really like him. My family's throwing me a birthday party after school. Nick is totally freaked out having to meet my family for the first time. But I'm even more freaked out for him to find out about my family. Because even though they're the most amazing ever, some of our traditions are a little unusual. Nick's already so sweet to never complain about my ginormous fat butt. If he finds out I'm the number one world's biggest weirdo, he might not stick around. I'd be so sad. I think I'd seriously cry forever. Oh no! I'm totally late! I was supposed to meet him before school! I'm so lame. Ugh! I hope Nick isn't mad. That's about the worst thing that could ever happen! Oh, glaub mir. Aber ich sag mal, bei so einem Intro weiß man doch schon, was auf einen zukommt, oder? Na dann. Radeln wir doch mal zu unserem Freund. Pompon hieben. Ich darf also mit den Pompons auch so hauen. Harter Verkehr, du. Seriously, dude. The hell? Let's go. And on my birthday too.
Also dieser Glitter ist so geil. Und ja, ich feiere es ab, dass es auf Englisch ist. Definitiv. Love it. Juliet Starling. Meine Jules. Let's go. This is so irritating. Wem sagst du das? So. Platzer. Jules is coming. Viereck für Pompon-Hiebe und Dreieck für Kettensägenangriffe. Lass doch mal die Köpfe fliegen, ihr Süßen. Aber an die Steuerung muss ich echt krass gewöhnen. Der Kreis ist hier springen. Ich meine, welches Spiel macht mit Kreis springen? Also, mal ganz ehrlich, das ist schon echt doof. Ich glaube, Fallout war das Dreieck, aber. Kreis, ey, puh. Alles klar. Los, oh, da sind noch welche. Frühstück. Ey, diese Pop-Bong-Angriffe sind ja geil. Also schon mal cool, statt Blut kriegen wir hier wohl Glitter zu sehen. Bin schon mal ganz nice. Oh. Leute. To the rescue. Hey, wann? Ha, von wegen kein Blut. Zombie töten zeigen gerne, wie viele Zombies du platt machen musst. Alles klar. Oh. Oh. No, weg hier. Immer eine heiße Pose drauf. So mag ich sie. Wenn dann, da oben die Lollis, die Lollis, die Lollis. It's all about the Lollis. Hat ein bisschen was von Arkham. Hat was von Arkham. Also Soundtrack's Hammer. Mal gucken, wie viel YouTube mir sperrt, aber we will see. What the suck, Dick? Ja, ich geb's zu, ich hab's mal probiert, aber soll ich euch was Lustiges zeigen? Ich möchte mal unter den Rock schauen. Lässt die Gute nicht zu. Ich find's geil. Ach Mann. Egal, weiter geht's. Oh. Nein, auf X ist nicht springen. Your license should be revoked, bro. I'll rip out your teeth. Oh great. Niedrige Hieber ist X, okay. Hey, Herb, don't be looking at my skirt. Oh. Yeah.
Brücke. Das habe ich schon rausgefunden. Okay. Wow. Dropkick. Nice. Ich bin gerade ein wenig unübersichtlich. Dann machen wir also den Kettensägenangriff und mit den Pompons machen wir den Dropkick. Nice. One more. So passiert es, jetzt habe ich mich tatsächlich voll gekleckert. Eieiei. Ganz kurz. Okay. Ja, wir machen ja schon weiter, Madame. Ich will es doch nur bequem haben, komm. Das ist richtig so ein Spiel. Hirn aus, Popcorn rein, ab geht's. Das war der letzte. Komm, Schiel, für die Kamera mit. Nicht unter den Rocklinsen, bitte. Okay, okay. Wir haben es natürlich schon wieder früher probiert, ist klar. Gerettet. My favorite president is Warren G. Harding. Stimmenwitz, den ich gerade nicht verstehe. Oh, hey. Ist denn mal in Ruhe, Jungs und Mädels. Schau mal wehren, Junge. Komm, das war's. Lauf's weiter. Okay, Entschuldigung, ich helfe natürlich. Er hat zwei zum Einsetzen. Was ist hier da? Sparkle Hunting, geil. Alter. Das Lied ist geil. Vier Stück auf einmal. Vier. Kick ass. Oh, ich glaube, jetzt bin ich wieder normal. Hey. Du bleibst mal schön hier. Oh, noch mehr. Heat is for suckers.
Taumelnde Zombies sind leicht zu köpfen. Höre Taumel durch Pompon. Ja, okay. Au. Finger weg. Freund. So. Glad you made it, Pilot Dude! Dude! Wiedersehen! Where's the bee? War ja klar. Telefon. Hey, it's Mom, Juliet. Hope you're taking care of yourself. Don't do anything stupid, okay? Never. Also, weit bin ich gestern noch nicht gekommen. Also, ich habe wirklich nur die ersten zwei, drei Szenen gespielt. Lolli. Genau, das füllt nämlich meine Energie auf, der Lolli. Okay. Shopping! Vorher natürlich noch ein paar Münzen mitnehmen. Und Shopping! Wie jetzt Lieblingsladen. Aber Obacht, Chop to Chop. Chop to Chop. Auf das Lied warte ich schon die ganze Zeit, ey. Lepap, ladepapo, ladelade, ladelade, ladepapo, ladelade, ladelade, ladepap, ladelade, ladepap. Brum, bum, bum, bum. Lalipap, lalipap, lalipap. Sorry, das müsst ihr jetzt nochmal ein, zwei Minuten ertragen. Geil. Bum, 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 bum. Klick, klick. Nee, nix klick, klick. Ich muss doch so lange genießen, ey. Vor YouTube's mir sperrt. Cheese, geil. Pop, badum, bum, 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 bum. Lalipapo, lalipap. Okay, Chop to Shop. Ach, Chop to Shop. Dot Doom. Zum. Gesundheit, krasse Fähigkeiten. Kettensägen Stoß und Kettensägen Kette. Reicht leider nur hierfür. Viereck, Viereck, Dreieck. Lalipap, 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 lalipap. Lalipap. Badum, bum, bum, bum. Klick, klick. Ein Lolli, Medaille, magische Bohnen. Erhöht Juliette Jules Gesundheit permanent um 10%. Permanent. Okay. Tausche Goldmedaille für Platinmedaille. Wie glaube ich denn? 85. Lolli. Klick, klick. Ah, komm, dann kommen wir uns noch. Drei können wir uns noch gönnen. Lollipop, Lollipop. I love it. In diesem Sinne. Spiel aber nicht. Das war schön. Okay.
Nicht so aggressiv, Fräulein. No, 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 no. It's my girl. Oh, oh, hey. Wie geht der? Ei. Ah, das war der Stoß. Got it, got it. Hey, hallo, 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 hallo. Oder da runter? Awesome. Ah, hier gibt's wohl auch Special Lollies oder was? Okay. I love Lollies. Sieh dir, wir kochen ein Zombie und Kultur. Was? Wie koche ich ein Zombie? What the fuck? Ich sag's euch ja, das ist schon anders, das Spiel. Also, Jules Zeug, coole Musik. Ja, coole Musik hat's wirklich. Wie koche ich Zombies? Auch gehört der Zombie-Jäger-Kombus, Zombie-Jagd für Anfänger. So. Der mich jetzt mal aus Glatteis geführt. Okay. Da irgendwie hoch. Oh oh. Wow. What? Wer äfft hier wen? Also, bitte achten Sie mal auf eure Sprache hier. Was ist denn hier los? Der Stoß? Nein. War da mal kurz der Wurm drin? Oh, oh, oh. Ich muss auch ein bisschen auf meine Energie achten, ich glaube. Es wird wieder Zeit für ein paar Lollipops, Lollipops, oder? So. 50% macht er, ne? Na komm. Ah, mein Leiste ist auch wieder aufgeladen. Gut. George mit erfassen, mit Ziele wechseln. Was? Ja. Ach so. Was
Achso, dann greife ich jetzt nur eine an. Okay, okay. Wobei ich das davor eigentlich gut fand. Einfach in die Menge rein, das ist jetzt irgendwie ein bisschen verwirrend. Oder ist es jetzt nur bei besonderen Zombies, weil bisher hatten die ja noch keinen Namen. Also die geben auch gut zurück, merke ich gerade. That's it, Georgie. Ah, nein, 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 warte, da drüben ist noch ein Lolli. Da drüben ist noch ein Lolli, da drüben. Wer seid ihr denn jetzt schon wieder? Aggressive und Jury. Ja, das habe ich schon gemerkt. Okay, okay, okay. Aber ready! No chance, Jerry! Kann man auch Sieg mal genießen. Okidoki. Oh, Nick, please be okay. Oh, Nick. Where are you? Nick? Nick, are you here? It's okay to come out. Nick? Oh, please. Uh-oh. Juliet! Ah, er lebt noch. Tut mir leid für die Bildaussetzer manchmal, aber keine Ahnung warum. Oh, das ging zu schnell. Oh, Nick. Hey, Moment mal, das ist doch der Kopf, oder? You okay, Juliet? Yes, I. Are you? One bit me. Just a little bit. I don't know what that means. Diese Romantik. Oh no. It can't be. I feel it in me. I'm gonna become one, huh? Mm-hmm. Fuck. I'm screwing up your birthday, aren't I? I'm sorry. Oh yeah. I don't wanna fuck up your birthday. Hast du aber. Birthday? Don't worry about that. That's the dumbest thing ever. Oh, super lieb. Listen. I know it's stupid. We just started getting serious, but I wanted you to know. I know I love you. Anything, but I love you. I kind of sort of, you know, love you. Oh, I love you. Love you. Oh. Nick. No. There's something we can try. It's the only chance we have to save you. Juliet? What the fuck? I love you too, baby! So geht's los. Okay, then. Prolog-Ergebnisse, Zombie-Medaillen. What? D für Zombie-Medaillen. Bin enttäuscht. Der Prolog ist jetzt im Rangmodus verfügbar. Achso, du kannst auch Rangliste anscheinend spielen. Ja, cool. Okay. Im Rangmodus vergleichst du dein Können mit Zombiejägern aus aller Welt, indem du Level nach ganz bestimmten Regeln schaffen musst. Hört sich cool an. So, Highschool. Modus? Nein, wir bleiben einfach mal ganz normal, oder? Was geschah an der San Romero High? Diesen Level beginnen. Das ist eigentlich diesen oder dieses Level? Ich sag immer dieses Level. Ah ja.
Mikro schwabbelt hier so ein bisschen rum am Trikot. Das ist der Nachteil von dem Mikro. Das Mikro hält echt bescheiden. Julia? What? Am I okay? Yeah. Basically. Halbwegs. I feel okay. I feel good. Julia, I'm not a zombie. Not at all. What? Oh no. Jetzt wissen wir, wo der Kratos das geklaut hat mit dem Kopf. I performed a magical ritual on your head. It was really hard. And I don't mean to be a jerk, but I think maybe just a little bit of appreciation is in order. If I didn't chop off your head, the venom would have totally seeped into your brain and turned you into a zombie. Schlaues Mädel. Juliet? How? How do you know how to perform a magical ritual on my decapitated head? There's some stuff I didn't tell you before, okay? I didn't want you to think I was weird. I'm kinda, sort of... Kind of weird, no? Sonst nix. Juliet? Don't know how Zombies. To say it exactly. Zombies! Zombies! Come here and kill us now! I'm a zombie hunter. What? Hey, da will ich auch mal hängen. Oh Mann. Baby, wie kann man dich denn hassen, ey? What the fuck is going on here? Hey, this is making me dizzy. We'll pick up some antacids later, Nick. Right now we have to kill these guys. Ich kämpfe mit Style. Oh, ist auch noch da. Setzen 6, Kollegin. Telefon, Telefon. Kannst du auch irgendwie dran gehen? Wie gehe ich denn ans Telefon? Ganz kurz. Juliet Zeug, coole Musik. Was ist denn hier? Juliet Zeug. Ah, okay. Noch nicht. Lolli. Something exploded. What the hell was that? Mr. Fitzgibbon. Kein Fitzgibbon mehr. This kind of math sucks. Oh! Eieiei, ich hab's verpennt.
Welcome to the Zombie Bomber Fest. That's some whack shit. Oh yeah. We should help them, right? No. Don't worry, I'll take care of them. Leave me alone! Get away! No! Ah, okay, ich habe nur eine bestimmte Zeit, den zu retten. Ah, die können aggressive und starke Zombies werden. Ja, super. Ich wollte dich retten. Sorry. Ja, wieder die Mucke mega. Ich glaube, ich hol mir erstmal den Lolli. Nummer 5. Ich habe schon mal 2 und Nummer 5 gesammelt, okay? Hallo, ein bisschen mehr Respekt, Kollege, ja? Ich hab meinen Freund hier immerhin am Arsch hängen. Hey, it's Mr. Fitzgibbon again. Wäre Zombies sind schlimm. Ja, klar. Oh, weg. Ah. Oh, warte. Ich denke mal, von hinten angreifen ist seine Schwäche, oder? Aber so wirklich stark. Ich meine, er haut ab und zu mal mit einem Schrank um sich, aber... Oh, kaum sage ich. Ciao, Kakao! Wer ist jetzt hier die Bitch? Bombenstimmung. Fuck! I think that zombie seriously had dynamite strapped to it. Why would somebody do that? Frag doch mal bei der Isis nach. So, auch durchs Fenster? Nein, wir gehen nicht durchs Fenster. Dann gehen wir doch einfach mal da, wo der Pfeil ihn zeigt. Oh, ihr lebt noch. Make the 5 o'clock news. Oh.
zombie might work. Hey, Nick, we need to break through that wall. Can you give me a hand? Yeah, right. I don't have a hand to give. Well, not yet, but that spell I cast on you gives you some magical powers. What? Like, maybe I can connect you to this zombie's body and you can temporarily use it. Ah. Das war ein Minispiel. Oh, Entschuldigung. Just like this. Whoa, this is... Whoa, this feels weird. I'm blue and stuff. Was ein Scheiße. Aber wenn es nicht anders geht. Nick, look. If I use this ticket, I can totally use your cool powers. Whatever, dude. Hey, das Telefon, wie gehst du ans Telefon? Telefon, Juliette, Telefon! Ein Nick-Ticket. Lollipop. God, I love shopping. Oh, Klamotten. Scheiße, ich stehe auf Klamotten. Leger und sexy. Klick, klick. What should I get? Bum bum bum. Krasse Fähigkeiten. So, was haben wir hier? Der Nick Shake. Durch Nicolette verfügbar. Aneinandergereihte Pop-Bong, über das Gegner taumeln. Kettensägen durchziehe. Kräftigen Angriff. Kettensägen Kette. Gürteltierdrehung. Okay, den habe ich. Diese Drehung hört sich gut an. Oder. Chili-Kette. Pompon hier. Kräftiger Angriff als der Kettensägen Stoß. Ah. Geht aber ähnlich. Ne, dann nehme ich glaube ich schon mal den, aber ich guck mal kurz. Was haben wir hier noch? Ein Nick-Ticket. Kostet 30. Du brauchst ein Nick-Ticket, um Nick Roulette zu spielen. Bum, bum, bum. XX4. Das kann ich in meinem alten Hirn noch nicht alles merken, ja. Okay. Ein Yogaöl. Ja, okay. Lollipop. Bum, bum, bum. Okay, das war's. Und wie kann ich denn dieses Outfit auswählen? Wie kann ich das aus Outfit auswählen? Zombie Junge, Zombie Seuchen. Mom, I just wanted to check that your boyfriend's still coming. I can't wait to meet him. Hey, die Anrufe habe ich jetzt alle verpasst, oder was? Juliet, it's Mom. I know it's silly, but I've been shopping online all day. I can't believe I used to be afraid to give out my credit card number online. Silly. But it's really addictive. Ja, das haben wir schon bekommen, wo die mit der Mutter helfen. Ihr macht keine Dummheiten. Aber... Hey, it's Mom, Juliet. Hope you're taking care of yourself. Don't do anything stupid. Okay. Naja, schauen wir mal, wo wir unsere Klamotten... So, und was kann ich mit diesem Ticket Roulette spielen?
kann ich Roulette spielen? In dem Shop. Time to shop. Well, well. Ah, schauen wir mal weiter. So, das XX4-Eck. Versuch dein Glück mit L3. Ach, das kann ich einfach so machen, okay. Awesome. I love you, baby. I love you, baby. Nick Toss. Totally. Ready? What the fuck? Warte. Natürlich viel zu weit weg gewesen, aber er konnte jetzt damit rechnen. Wie seinen armen Kopf nimmt, ey. Die nerven auch am Boden, die. Oh Mann. Den Tipp hätten sie mal ein bisschen später geben. Genau deswegen. Bitch. Wow. Ein nice Angriff. Eieiei. Der Glitzer-Effekt macht schon einiges ein bisschen harmloser. Thanks a lot. Ich wollte doch gerade sagen, das ist doch kein normaler Polizist. Wie, können die jetzt sogar schießen oder was? What the... Really? Okay. Ryu. That's it? Dying hurts so bad. Der easy Zombie. Their bodies are wrapped in bombs. We need to hit him and run away before they explode. Come on. How was that fun? Ach so, die musst du Ellie bevor. Hey. Ich wollte dem kleinen Kopf mal zuhören. Komm, die rette ich jetzt aber mal. Auf. Lauf, hinter. Nee. Ladies first.
Oh, weg, 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 weg. Oh, die explodieren doch. Ui, ui, ui. Gerettet, oder? The zombies totally pulled my underwear up my butt. Let's dance. Ah. Okay, sie ist fertig. Look what those jerks did to our school. Yeah, but it does get me out of my calculus homework on Friday. Immer das Positive sehen. What the? Ihr Wichser. Oh no. Nee, oder? Mein Schuss hat sogar eine Pole-Dance-Stange. OMG, ist das geil. Eine Pole-Dance-Stange. Und ihr seid frei? Alles klar. Gangshin. So. Klingt aber irgendwie logisch, ne? Dass die explodieren. Gerettet! Hallo? Keine Münzen? Oh, Menno. Ah, stopp. Juliet, I am so totally gonna masturbate to you tonight. Der andere hat auch schon seinen asozialen Spruch gebracht, ey, ganz ehrlich. Ich rette die bald nicht mehr. Ja, es ist heiß, aber habt doch mal ein bisschen mehr Respekt, Jungs. So behandelt man keine Damen. Auch keine Zombiejägerin. Oh, was ist das jetzt wieder? Pom, pom, pom. Kontrolle-Taste läuft über Zombie-Köpfe. So, what are you gonna do now, Juliet? Watch me, Nick! Oh Mann. Let's go. Super Mario! Ha ha ha!
it bleeds, I can kill it. Predator. Juliet, where are we going? I need to find Morikawa Sensei. He'll know what San Romero erinnert mich schon auch an irgendeinen bestimmten Horror-Regisseur. A sensei? Like a teacher? I didn't know you spoke Japanese, Nick! Well, I... Wasegoi! Watashimo! Niko Ohanashimasu! I can't speak Japanese, Juliet. I just know that one word. Aw, your simple innocence is one of the most attractive things about you. Yeah. You're like a kitten that doesn't speak Japanese. Yeah, okay. Das wird nur ein Spaß mit den beiden. Else written. It says zombie basketball, time limit 3 minutes. You lose and blam. Zombie Basketball, ey. Ich bin dem Fußballfan auch Basketballfan. Da bin ich doch dabei. Keine Ahnung, aber okay. So, Baba Basketball, da bin ich doch dabei. Game's already started. Zombie basketball. Time you're killing them zombies. How many points can you rack up? Enthaupte Zombies für Punkte. Du kannst auch Dreier werfen. It seems like a one-sided game. Yes. 3 points. What do we have here this time? Basketball? Why basketball? Just don't throw my head. Warum? Weil Basketball geil ist. Get to work. 3 points. Ach, wenn ich hier außerhalb. Ja, Mann. Komm schon. Vom Logo. Vom Logo. Ich glaube, ich gucke da mal wieder Zombieland an. Ist geil, wie die mal in Verteidigung gehen. Hey, sogar Cheerleader dabei. Au, 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 au. Laber, wenn du denen die Beine weghaust, dann laufen die auf den Händen weiter. Was ist denn das? Ja, geil. Juliet Magic! Boah, geblockt. Hey, Schwein, wieso blockt? Soll ich erstmal jetzt? Wow, what a turnaround! The zombies are getting slaughtered! Incredible game, Juliet. Can't wait to see you in action again. Dankeschön.
Holy moly, ey. Where's that voice coming from? Quarantäne, kenn ich irgendwoher. So, wie kriege ich jetzt diesen Kackanruf? Ich kann die anscheinend nur über das Pausenmenü. Even if they're far away. If you practice, you can figure it out. Over. Ja, das war auch wieder typisch. Mami macht sich Sorgen, will, dass sie keine Dummheiten anstellen. Der Vater gibt ihr nur Tipps, wie sie die Kombos am besten macht. Ja, ja, so ist das. Okay. Achso. Es wird nicht langweilig. Lalipapo. So, coole Outfits. Wie kann ich denn mein Outfit auswählen? Bum, bum, bum. Kettensägenkette, Kettensägen-Durchzieher, Chili der Kette, der Nickshake. Der Nickshake ist ja. Können wir nochmal diese Nicolette, jetzt wo ich es gerade gelesen habe? Auf jeden Fall brauche ich noch ein paar Lollis. Ja. So, Nick-Ticket hätte ich gern. Noch eins. Und noch eins. Okay. Ach, der hat eine Gitarre dabei. Ab und zu ist die Kamera ein bisschen unübersichtlich, aber an sich muss ich echt sagen. Es ist für mich ein typisches Hack'n'Slay, ja. Ab und zu mal unübersichtlich, aber ansonsten alles cool. Natürlich, Frau Feuerknelch. Alter, haben die da gerade rumgeknutscht oder was haben die zwei gemacht? Whoa, whoa, whoa. Oh man, don't these dudes ever stop coming? No.
Hey, da habe ich schon ein lolliges. Ah, da ist wieder was für mein Nick. I'm drooling. So. Ich muss auch sagen, diese Quicktime-Events, ja. Absolut nicht fordernd. Die machen halt Spaß. Keine Belastung. Eher so ein nettes Beiwerk. Finde ich cool. Okay. Tür. Eieiei. Was ist denn? Aha. Wow. Was ist das? Shop im Shop. Sushi, Achtung, was? Sushi? Das Neue jetzt im Shop, oder was? Boah, ihr gefällt mir ja hier gar nicht, der Kollege. Was? Aha. I'm ready. Let's swing it, baby. Nick toss. Totally. Ready? Also, Numero Uno ist hinüber und Stephanie auch hinüber. Die sah jetzt aber nicht wirklich aus wie eine Stephanie, aber okay. Übertrifft Dad's Highscore auf der Bestenliste und erhalte Belohnung. Ah, der Daddy war hier wohl der große. Okay. Okay. Nyctos! Go! Oh oh. Aber eigentlich müsste ich doch nur. Ja. Wie die da dranhängen, ey. Geil. Hey, Elvis. Dude. Covid-19, hä? Very irritating. So, Kollege, was hast du hier vor? Willst du das jetzt? War einfach. Puh. Das wird ein Spaß, sage ich euch, Leute. Was ich immer ein bisschen schade finde, ist, dass die Level so abrupt enden, so abgehackt sind.
Ich nehme mal an, jetzt haben wir das Level durch und kommen wieder auf diese Karte. Oder nicht? Nö, das war jetzt einfach nur ein längerer Ladebildschirm. Okay. So, oder? Time to shop. Bum, bum. 100. Lollis. Lollis. Ein Nick-Ticket. Cool. Okay. Lollipop. Okay, killing zombies gives me total wood. That's a weird thing to say. Was? Die kriegen Ständer, wenn sie... Crazy. Sensei! Ah, Juliet! One moment, please. Sensei. Ich hatte sogar einen Sensei. Morikawa. Juliet, it looks like you've really gotten ahead in life. My teacher, Morikawa Sensei, is the most amazing veteran zombie hunter ever. Oh, correct. I have studied the zomboid sciences for 40 years. Listen, both of you! The school is in dire trouble. My research tells me that something has gone wrong on a cosmic scale. That's a massive bummer. That completely sucks. Let me show you. The universe is composed of three dimensions. The land beyond words, the rotten world, and our dimension, Earth. There are dimensional walls between each. Using a combination of black magic and explosives, someone cracked the wall between Earth and Rotten World, and the gases of Rotten World seeped into our world. Your friends and fellow students inhaled these gases, which transformed them into the undead. Well, whoever did this could be trying to open a permanent gate between here and Rotten World, which would be catastrophic. Unfortunately, once they have become zombies, there is no return. All we can do is clean up the school, kill the undead, and stop the bomber. That is our mission. The bomber is either in the cafeteria downstairs or the courtyard. You destroy the zombies in the cafeteria. I shall look in the courtyard. I'm counting on you both. Kill the motherfuckers! Also auch die Charaktere. Hammer. Happy Birthday! Check, check. 1, 2, 3. Let's go! Das ist ein Gemetzel hier. Awesome. Das war doch easy peasy lemon squeezy. Do not let the fire zombie touch the dynamite. Ah, okay. Whoever's behind this knows my birthday. We must be friends on Facebook. You guys touching and exploding would so put a damper on my birthday. Oh, Stepp. This majorly sucks. Ja, ja, Entschuldigung, mein Fehler. Hey,
Oh shit! Nein! Jetzt sterbe ich und dann noch an ihrem Geburtstag. Verdammt! Eigene Schuld. Den ersten habe ich auch schön in die Richtung getrieben. Oh man! Egal, komm. Diesmal nicht, ihr kleinen Vögel. Facebook-Freunde ist er, wer aber ein richtiger Freund ist, der kennt die Geburtstage auch ohne Facebook, ne? Du bleibst mal hier weg. Keep the fire zombies away from that dumb cake. Hab's kapiert, Nick, hab's kapiert. Oh shit. Do not let the fire zombies touch the dynamite. Ja, ich hab's kapiert. Alter! Fangen die auch noch an zu rennen, oder was? Das ist kein Scheiß hier. Oh man, this Major League sucks. Oh Mann, ey, ich hab erst die Hälfte. Keep the fire zombies away from that dumb king. Fuck. Keep the fire zombies away from that dumb king. Go away, Zora. Yeah, baby. Get it. Mommy. Oh. Get through the door quickly. Now. Go. Mega. Und ich würde sagen, mit dieser Bombenüberraschung war es das mit Teil 1? Wenn ihr Bock habt auf weitere Teile, ich bin dabei. Jetzt erstmal Deutschland schauen und ich denke mal, danach werde ich nochmal was filmen. In diesem Sinne lassen wir das jetzt noch kurz ausklingen. Bleibt gesund. Euer Kruni. Ciao. Oh, das lassen wir noch ganz kurz. Magna Genocide, Baby! Hey, I recognize that guy. Oh, so flach und so gut, ey. He's the one planning to open the gate between here and Rotten World. Da ist also die Bitch. Oh man, there's nothing more hysterical to me than watching this world burn. This world, Scheiße, jetzt kann ich gar nicht ausmachen. This society made my life a hell. Well, now everyone is gonna know a life of hell forever. Why did you do this to my school? What? You didn't have time to clean out your locker, Juliet? Hey, leave her alone. Wait till I get my hands on you, dude. Yeah. Malicious lords, I invoke your dark forces in declaring myself God of this realm.
As the pawn is present, may your ritual commence, and may the dark purveyors appear! Now! Bingham, Telly, Swash, Lingori, Elam, Tobal, Elly, Moriform, Tokum, Cav, Bingham, Kelly, Swash. No! Sensei! Schon wieder. This world makes me want to puke. You're the oh, one man. Yeah, that's right. I'm your new master. And I demand you initiate master of puppets ritual and rot every living thing in the school along the way. Master. I did it. All right, guys. Time for you to rot this entire school and everyone in it. I think I dig this kid. A real fucking head case. How could you do this to Sensei Morikawa? That smell? This one's a zombie hunter. Why don't you tell us what this is? Come on. What are you laughing at, dickhead? Let the ritual commence! Let's play. Piss off! Ja, das sind wohl unsere 5 Endbosse. Aber nun wirklich, Jungs und Mädels da draußen, ihr seht, uns erwartet noch viel verrücktes Zeug. Und in diesem Sinne wirklich jetzt, bleibt gesund und bis zu Teil 2. Ciao. Euer Kuni. Oh Mann.